Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Night of the Rabbit. Komm schon, funktioniere! Ja, wir sind hier beim letzten Zauberspruch in der Welt und haben eine Polarforscherin. Lass mich mit ihr reden. Ich hab's versprochen. Die werden wir mal ansprechen. Es ist Weihnachten, verdammt nochmal! Darf ich kurz stören? Großartig. Ich rede nicht nur mit mir selbst, jetzt fange ich auch schon an zu halluzinieren. ja, so viel aber dazu. Ich bin keine Halluzination. Ich bin Jerry Haselnuss. Haselnuss, natürlich. Ich verliere eindeutig den Verstand. Okay, das kann man sich fast denken. Was machen Sie denn hier, ganz allein im Nirgendwo? Was glaubst du denn? Ich verschwende meine Zeit. Ich warte schon seit Wochen auf den Polwal. Aber ist ja auch kein Wunder, dass ich ihn nicht finde. Meine Ausrüstung ist kaputt gegangen. Und heute ist Weihnachten! Ich habe versprochen, mich zu Hause zu melden. Verdammt! Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man etwas unheimlich Wichtiges erledigen muss. Bevor man dann heimgehen kann. Der Junge mit den Flügeln und dem Zylinder versteht mich. Zum Glück funktioniert mein Funkgerät nicht. Wenn ich das jemandem erzähle... Ich kann sie verstehen irgendwie. Kann ich irgendwie behilflich sein? Kannst du mich nach Hause fliegen? Ich glaube nicht. Diese Flügel sind nämlich gar nicht echt, wissen Sie? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Tut mir leid. Okay, ja, gut. Ich mach mich dann mal wieder auf den Weg. Okay. Ich hoffe, Halluzinationen frieren nicht. Du hast gar keine Jacke an. Nein, nein. Ich stehe unter dem Schutz der Nachtfalter. Ah, na klar. Das hätte ich mir ja denken können. Ich stelle mir gerade vor, wie es ist, in ihrer Lage zu sein. Das wäre nur, allzu verständlich, dass sie uns für nicht echt hält. Ein gefrorenes, dürres Gestrüpp. Mehr wächst hier wohl nicht. Sieht aus, als wäre schon mehr als einmal vom Blitz getroffen worden. Vielleicht können wir ja da doch noch was machen. Hm? Nichts. Da ist wohl nichts, was war. Schade. Okay, gucken wir uns das mal an. Wie gruselig. Scheint ja wohl nicht hinzuhauen, was? Kalte Weite See. Das Wasser sieht aus, als ob alles, was da reinfällt, nach einer Sekunde in einem Eiswürfel eingefroren wieder auftaucht. Ja, das wäre unpraktisch, wenn hier Pinguine leben oder so. Was haben wir hier sonst noch? Eine Plane. Die nehmen wir mal mit. Oder auch nicht. Kiste mit Lichterkette. Auf der Kiste steht Projekt Polwal. Streng geheimes Forschungsmaterial. Ich nehme mir eine von den Lichterketten mit. Ich glaube, das ist in meinen Forschungsarbeiten besser. Klang das alles noch so gut. Eine fast ausgestorbene Spezies mit Licht anlocken. Und jetzt sitze ich schon seit Wochen in dieser Kälte und nichts funktioniert. Verflucht! Okay, mit Licht anlocken. Das probieren wir doch mal. Schmücken wir doch mal den Baum. Scheint ja wohl nicht hinzuhauen. Jetzt sieht es fast aus wie ein Weihnachtsbaum. Ich hab's ja gewusst. Du bist mein schlechtes Gewissen, oder? Ich sehe ja ein, dass es ein Fehler war, über die Feiertage zu arbeiten. Diese verfluchten alten Ziegenböcke von der Universität sind schuld. Ja, ne, ist halt... Na, gucken wir mal, machen wir das Funkgerät auf. Das Ding scheint kaputt zu sein. Okay, den Jungen bildest du dir nur ein. Das ist nur dein Hormonaushalt, der dir einreden will, dass du längst Kinder haben solltest. Ich mag sie. Ist toll. Okay, können wir das Ding vielleicht aufmachen? Nein, ich bin besser. Nee, gut. Was haben wir denn sonst noch so hier? Funkgerät? Noch eine Plane. Also da steht, dass die Stromversorgung unter extremen Witterungsbedingungen nicht gewährleistet werden kann. Das heißt bestimmt, dass es nicht funktioniert, wenn es zu kalt ist. So weit war ich auch schon. Ist durchaus verständlich, ne? Arktis erforschen, den Polwal finden und alles wird glatt gehen, so dass ich bis zum Fest wieder daheim bin. Keine Sorge. Wie kann man es denn wärmer machen? Scheint ja wohl nicht hinzu. Ganz eingefroren. Die Antenne ist eingefroren. Ist aber auch nicht gut. Geht's hier sonst noch irgendwo hin?
Scheinbar nicht. Hm, was muss sonst nicht so? Hier ist der Stecker. Nee, sonst haben wir hier nicht mehr viel. Die leuchten. Ganz. Können wir die nicht auch irgendwas versagen macht, oder? Na, hier hatten wir auch nicht mehr viel. Portalbaum. Zerklüftete Berge. Kein schöner Ort für eine Wanderung. Da gibt's bestimmt. Jetzt wird mir doch noch. Okay. Reden wir doch nochmal mit der Statue. Ein Sterblicher weckt mich. Sprich zu mir, Sterblicher. Okay, Was für ein Gott bist du denn? Ein großer Gott muss ich sein, dass ich hier so lange überdauert habe. Ungerührt von Sturm und Kälte. Das soll nicht unhöflich klingen, aber sicher, dass du nicht nur eine Statue bist? Wow! Der Weihnachtsbaum da unten hat kurz aufgeleuchtet, als der Blitz eingeschlagen ist. Eine Statue. Du wagst es. Doch vielleicht hast du recht. Vielleicht trage ich nur das Gesicht eines Gottes. Vielleicht bin ich nur ein Stück Fels, das schließlich in der Kälte zerspringen muss. Ich muss. Geh, Sterblicher. Ich trat's weiter diesen kalten Zeiten. Okay, der Blitz ist schon mal ganz gut. Warte mal. Wir benutzen den Stecker und stecken den in den Akkublock. Und jetzt? In den Akkublock damit. Der Stecker steckt. So weit, so gut. Okay, jetzt machen wir nochmal einen Blitz. Und hoffen mal, dass das den Akku auflädt. Das wäre super. Ja gut, das hatten wir alle schon. Was für ein Gott bist du denn? Das sehe ich. Oh, die Lichter am Wald. Der Blitz muss den Akku wieder. Sehr gut. Weißt du, ich glaube, du bist doch mehr als nur eine Statue. Okay. Ich danke dir. So, wunderbar. Hallo, Alice? Bist du das? Marie, du meine Güte, es tut so gut, deine Stimme zu hören. Es tut mir so leid, dass ich nicht da sein kann. Ich... Aber ich habe versprochen... Hey, erinnerst du dich an diese Worte? Hoffnung ist eine Kerze, ein Licht im Fenster. Sie weist dem Herzen den Weg nach Haus. Genau. Ich weiß, dass es zurzeit nicht leicht ist. Aber zumindest hast du noch Hoffnung, oder? Du weißt immer, wie man mich aufmuntern kann. Marie, der Wal, er ist hier. Was soll ich tun? Mach ein Foto, du Dummi. Okay, gucken wir uns den Wal doch mal an. Er singt für uns. Das Lied. Er wird das Portal für mich öffnen. Er sagt, ich habe bereits alles gelernt, was es hier zu lernen gibt. Ja, ich glaube, ich weiß, wie der nächste Zauberspruch funktioniert. Cool. Ach so, schön. Das ist gut. Und was haben wir jetzt für Zauber gelernt?
So, du hast einen neuen Zauber gelernt, um ihn zu benutzen. Ja. Hoffnungsschimmer. Hoffnung. Licht in der Dunkelheit. Ja, schön, schön, schön. Was kann ich damit machen? Hoffnung sehen. Das ist gut. Okay, dann gehen wir mal zurück. Das war der vierte Zauber. Ich frage mich, ob ich jetzt bald nach Hause kann. Naja, eigentlich ja der fünfte Zauber. Ne? Ratersuch? Oder? Muss ich gleich mal gucken. Du kehrtest aus der Kälte zurück. Gegen sie benötigst du Mondscheins Schutz nicht mehr. Okay. Doch sie kann dich nicht vor diesem Flügellosen schützen. Aber das ist doch der Marquis de Hotto. Marquis de Hotto. Marquis de Hotto. In der Welt, aus der wir stammen, hat er einen anderen Namen. Der Kalte. Er war bereit, uns erfrieren zu lassen. Meine Damen, das muss ein Missverständnis sein. Ein lächerliches Missverständnis, für das wir in der Tat gar keine Zeit haben. Wir ziehen fort und du wirst uns nicht aufhalten. Nur zu. Gleite du voran, Hespera. Jerry, du bist ein Falter. Auch wenn man deine Flügel... Du hast dafür gesorgt, dass wir genug Nahrung haben, um unsere hohe Priesterin an einem sicheren Ort aufzuziehen. Sieh mir in die Augen. Er wird dein Vertrauen missbrauchen. Ein Abgrund wird sich auftun mit dem ersten Versprechen, dass der Kalte bricht. Okay. Der Kalte? Ihr kennt mich doch gar nicht. Jerry, diese Motten kennen mich nicht. Warum haben die Nachtfalter gesagt, dass ich ihnen nicht trauen darf? Das war Unsinn. Beleidigender Unsinn. Jerry, vertrau mir. Die haben wirklich keine Zeit. Du hast deine vier Zauber gelernt. Nunmehr steht dir deine größte Prüfung bevor. Noch eine Prüfung? Jerry, ich verstehe selbst noch nicht alles, doch eine große Gefahr braut sich zusammen. Ja, ich weiß jetzt, woher die Krähen kommen. Wir können Mauswald helfen. Mauswald? Hier geht es um mehr. Um viel mehr. Ich will nach Hause. Nur mal kurz. Was? Ich will nach Hause. Jerry, du kannst jetzt nicht nach Hause. Aber sie haben gesagt, dass ich bald wieder nach Hause kann. Wenn wir unsere Zeit weiter verschwenden, dann... Oh. Der letzte Nagel. Nein. Nein, das... Das... war der letzte Nagel. Ich... Oh nein! Du musst den Bann brechen. Du allein kannst ihn aufhalten. Zauberlehrling. Oh nein! Er hat mich allein gelassen. Na ja, gut, ich will nach Hause. Sah aber nicht so aus, als wäre das mit Absicht passiert. Oh. Was denn nur los? Oh. Kühlschränke? Ich bin wieder groß. Die Mülldoppel zieht sich. Ja? Ich bin wieder zu Hause. Das
muss dieses Blatt gewesen sein, das der Marquis zurückgelassen hat. Zum Glück. Oh Mann! Aber was ist denn hier passiert? Ja, ich schätze mal, dass sich die Deponie wirklich ausgeweitet hat. Was? Wer wirft denn alte Kühlschränke in unseren Wald? Und wo ist die schlafende Kröte? Wer und wo? Der stinkt ja noch mehr als sonst. Stechen wie Mamas Putzmittel. Okay. Ich nehme an, die Industrie hat einen Zug gehalten hier. Mal. Sonst was ist denn hier passiert? Ich bekomme Magenschmerzen. Acker? Das sieht aus wie eine große graue Welle, die auf mich zurollt. Aber meine Schule ist noch da. Das war ein Pech, aber auch, ja. Der Baum! Aber der stand hier doch schon immer. Jetzt ist er... Ist er einfach weg. Wir könnten mal mit den Statuen sprechen. Sehen, was die so zu sagen haben. Ich kenne dich. Alles ist anders. Die Welt verändert sich. Werden wir Schritt halten können? Ich wünsche dir Glück. Okay. Das ist doch meins. Ich kann nicht so gut sehen. So wie ich. Aber ist das meins? Ich kann nicht so gut sehen. Das ist deine Mission, Freund. Anders geboren. Und hier wird es auch anders. Und ich dazwischen. Ich bin so müde. Aber wer kann bei so einem Lärm schlafen? Hoffentlich ist es bald vorbei. Er hat keine andere Wahl. Hui, hui, oh. Baustelle? Aber hier wohnen wir doch. Sind wir vielleicht in der Zukunft gelandet, weil das Haus auch schon nicht mehr sehr gut aussieht. Oh, oh nein! Oh, nein, nein, nein! Was ist hier passiert? Das bin ich. Verzweifelt gesucht wird Jeremias Haselnuss. Seit 8 Monaten verschwunden. Seit 8 Monaten verschwunden? Oh, oh nein! Oje, oje, oje. Was ist hier nur passiert? Ich erkenne dich. Was ist hier passiert, Zwerg? Das Heim zu viel. Zu lange hast du gewohnt. Zu spät zum Abendessen. Aber ich... Zu spät für eine gute Nacht, Kuss. Er hat versprochen, dass ich rechtzeitig zurück bin. Zu spät für die Schule. Der Marquis hat gesagt, dass ich rechtzeitig zurück bin.
Zu spät für ein Lebewohl. Ich sah sie vor vielen Jahren. Ein letztes Mal wartete sie hier. Ich hörte sie. Wo bist du nur, mein kleiner Schatz? Verzeih mir, doch ich muss fort. Ohne dich kann ich hier nicht bleiben. Verzeih mir. Bitte. Und vergiss mich nicht. Mama! Vergiss mich nicht, mein Sohn. Und mehr. Mehr weiß ich nicht. Er hat's versprochen. Das ist eine richtig traurige Folge, Leute. Naja, gut. Die beende ich jetzt aber. In der nächsten Folge werden wir dann sehen, wie es weitergeht. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, ich würde mich sehr über ein Like freuen und auch über Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play The Night of the Rabbit. Bis dann. Ciao, ciao.